Willkommen zurück und wir haben jetzt dieses graue Kätzchen. Ich glaube, Glass House heißt der Modder. Das Mod werdet ihr dann eh noch sehen später. Und ja, wir hupfen weiter in die Kampagne. Es ist echt mal Zeit, dass ich langsam mit dem Spiel fertig werde. Spinnenweben. Dieses Kätzchen wird auch sein Spezialvideo bekommen. Deswegen werde ich hier gleich nebenbei ein bisschen Footage sammeln. Selbst mit Facecam nebenbei drauf. Schaut auch nach einer U-Bahn-Station hier aus. Wir sind noch immer dabei, dass alles blind ist. Haben wir Audio im Spiel? Sogar etwas laut. So. Nicht mein Lied, sorry. Oh, Ninja Cat auf seinem Weg. Oh, Mission zu erledigen. Jetzt das Lied cool. Jetzt das Lied cool, jetzt geht's wieder rauf. Interessant, dass hier hinten Boxen. Oh boy. Okay, ich sehe es. Bam, bam, bam. Ich will nicht erschossen werden. Ich glaube, das brauche ich nicht dazu sagen. Aber ja, natürlich will ich das nicht. Bam, bam, bam. Oh, komm hier, Baby. Nein. Nicht erschießen, bitte. Nicht erschießen. Lass mich raten, ich muss die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Sind schon auf High Alert. Hopp. Da wird mir ein bisschen zu viel rumgecirkelt. Baby, komm zu mir. So. Oh je. Da muss ich raus. Hier drüben muss ich raus. Okay, das heißt linke Tür. Das Ding. Komm, dreh dich weg. Ich stehe nur neben dem Roboter. Alles klar, Bro. Auch nur so abhängen. Dum, dum. Okay. Die Rettungsaktion haben wir vollendet. Dann installiere mir doch das Teil mal. Clementine. Ja. Ich mag das Katzendesign. Hey! Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre, ganz alleine. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ja? Bester Freund des Menschen. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind, aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Was wollte ich sagen? Es gibt ziemlich viele Cat-Mods schon, sehr viele Spieler selbstgemachten Cat-Mods. Und zwischendurch erkennt man den Unterschied zwischen richtig guten Cat-Mods und die von Leuten, die das erste Mal Modding machen. Ich meine, ich habe mich selber noch nicht ans Modding rangewagt. Ich habe gesehen, mit GIMP muss man sich auskennen. Das wäre schon mal was, wo ich einen Vorteil hätte.
Aber da ich ja so viele Videos gerade mache und mit viel Editing, glaube ich nicht, dass ich mir noch Zeit zum Modden nehmen will. Ich die durchrupfen wahrscheinlich auch nochmal. Wird wieder geklettert. Ah ja. Wir zeigen Clementine, dass sie einen Wurf machen soll. Einen Ziegelwurf. Nur nicht selbst ins Gesicht werfen, da gibt es Videos davon. Eben. Komm schon, Clementine. Ich räume da weit weiter auf. Was für ein miserabler Wurf. Dass ich nicht das untere Fenster nehmen kann. Lass mich gerade nicht so auf die raufhupfen. Ja. Du musst mich werfen, Clementine. Kein Easter Egg hier drin gefunden. Jetzt geht's ja wieder mit Biddy meiner Seite. Hier. Die Socke. Socke ist ein Easter Egg, oder? Nein. Socke hängt einfach nur. Lassen wir doch einfach mal Clementine zum Spaß zurück. Schauen, was passiert. Wo? Okay, weiter, weiter, weiter. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zelle zu locken und sie dort einzusperren. Oh Gott. Ja, ich mach mal. Was ist das für ein Ding? Diese Kinder. Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Jetzt bin ich ein vorbildlicher Bürger. Das ist ziemlich fortschrittliche Technologie hier. You don't look so good, dude. Bitte benimmst dich anständig, Kleines. Was wolltest du? Benutzen. Das ist die Zelle, wo ich die Leute reinlocken soll, ja. Okay. Das heißt, ich muss den Roboter wirklich in diesen Raum locken und dann zusperren hinter mir. Krass. Ja, war doch gar nicht so schwer. Armer Krankenpfleger. Warum tut er? Nein, nicht reden. Doch. Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Ich Schweine. Den Typen da am Boden neu gebootet. Komm mit, Typ. Wir nehmen dich mit raus. Nein? Ah. Doch. Wurde dir auch neu gebootet? Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Hab neu gestartet. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung, kein Selbstbewusstsein, wie ich halt. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ein bisschen rebooten lassen. Kommt der Typ jetzt mit? Willst du mitkommen? Pablo! Ah, das ist Pablo. Ich habe gesehen, wie du diese Wächter in die Falle gelockt hast. Unglaublich, ich danke dir sehr. Hey, it's Pablo! Den Typen einfach auf den Kopf hupfen kann und ihn zwar vernichten. Müsste doch darauf springen können, oder? Nein, zuerst mit Clementine reden. Oder wieder ein paar Wächter holen. Stecke mich einfach im hohen Gras. Warte mal. Ah ja, okay, das ist nicht gut.
Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung war. Aber einen haben wir da schon mal drin. Kommt jetzt wieder raus. Verdammt! Serpentin! Oh. Und jetzt? Den Typen auch noch. Oh, bitte nicht. Hey, wer bist du denn? Lupin. Ah ja, das war lustig. Ah, wir sind noch nicht durch, oder? Clementine. Oh. Oh. Komm schon, Pablo. Wir gehen raus, Pablo. Pablo, du bist frei. Der Wächter macht anscheinend auch gar nichts. Ich will nicht testen, ob man ihn. Okay, das sagt mir, das war lustig. Wo ist mein Bro Pablo? Pablo? Warum schaust du da rein, Pablo? Diese Wächter haben es verdient. Ich möchte, dass sie wissen, wie es sich anfühlt, eingesperrt zu sein. Pablo, dafür haben wir keine Zeit. Mitkommen, besser. Oder andere sie wieder rausholt. Oh, verdammt, Pablo. Nein, nicht Pablo zurücklassen. Goddammit, Clementine. Verräterisch auch noch. Bin leicht enttäuscht von dir, Clementine. Bleib wachsam, wir sind noch nicht in der Sicherheit. Okay, ich habe schon gesehen, wo ich hin muss. So. Lass mich selber machen, hey. Was ist jetzt Bosskampf? Diese Tür, sie ist der einzige Weg raus aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Bam, bam, bam. Hopp. Bisschen umgeschmissen. Upsi. Was sagst du so? Nichts? Nichts zu sagen, Clementine. Oh, kaputtes Fahrrad. Was? Kratzen? Kratzen. Passt, passt. Reicht schon. Luke gekratzt. Diese Tür, sie ist der einzige raus aus dem Gefängnis. Okay. Ja, toll. Hilfe. Also auf Pablo einsperren kannst du ja nichts machen. Pablo hätte sich einen Lösungsweg gefunden. Okay. Was wollt ihr jetzt von mir? Verdammt. Verdammt. Ein Hint, kleiner. Oh shit. Komm ich auf dieses Auto? Ich kann. Was? Echt jetzt? Alter, wie soll man noch sowas drauf kommen? Wir haben Glück, sie haben den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Bring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den sicheren Bereich zu gelangen. Wie soll man auf das drauf kommen? Mal ehrlich. Oh, mal ehrlich. Ja. Du Verrückte. Nö. Oh, und zerquetscht mich auch noch fast. Natürlich. Lasst mich sicher auch noch zurück. So wie sie Pablo zurückgelassen hat.
Ja. Armer Pablo. Nichts Interessantes hier. Gibt ja noch einige Kapitel. Wow, okay, das war's auch schon. Gibt sogar einen Highway. Sonst noch was hier? Nein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wo kommst du denn her, Herr? Nein, 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 nein. Oh, was sage ich hier, ohne mich ab? Ich hasse dich, Clementine. Sie hat einfach recht, ohne mich ab. Unglaublich. Einfach die Roboter auf Clementine schießen lassen, oder? Nein, sie haben mich auch schon gesehen. Clementine, du Drecksluder. Die ist gemeingefährlich, die Frau. Schaut euch das an. Gemeingefährlich. Überfahrt noch jemanden. Nimmst du mich mit? Und dann lasst sie sich selber zurück. Verrückte. Wir werden es auf keinen Fall alles schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwelt steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt rächen. Ich habe das geschrieben. Du gehst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. U-Bahn-Schlüssel. Geh jetzt, ich behalte dich in meiner Erinnerung, Speicher, kleiner Außenwelter. Oh, ich glaube, sie hat Schuldgefühle, weil sie uns fast zurückgelassen hat. Und was jetzt? Überfahrst du noch ein paar Zivilisten? Oh Gott. Verdammte Clementine. Oh. Nothing really happened. Oh, es passiert schon wieder. Es passiert schon wieder. Wow, Kickboxing. Oh. Wohin schicken sie mich jetzt? Ins Unbekannte. Ich wieder Zirks fighten darf. Oh, Garberry. Ja. Yeah. Lass mich nur raus. Und raus hier. Ich glaube, in Englisch spiele ich gleich mit der Mod auch noch. Die Mod ist cool, finde ich. Die hat was. Dead Star, Dead Flare. Nächster Halt. Unter Bremsstätten. Oh. Kontrollraum. Kontroll V, Kontroll C Raum.
Uff. Enjoy the world, safest city. Oh, das sind sogar Leute. Ja, Alter. Hallo, wie kann ich dir helfen? 35 Sekunden war der letzte Checkpoint. Wie weit sind wir drin? Das ist die falsche Taste. 20 Minuten nur. Ich bin mir sicher, das war ein fetter Kontrollpunkt. Das heißt, wenn ich den Party jetzt beende und dann ein bisschen auf Mods, Screenshots und kleine Szenen schauen gehe, dann könnte das mich ruinieren, wenn ich da wieder zurückkomme. Ich schaue mal schnell. Kontrollraum 19 von 27. Okay. Ja, ja. Ja. Dann haben wir eine kürzere Folge. Ich beende hier. Peace out. Peace out.